Meine Damen und Herren, 25 Jahre EU-Beitritt, 75 Jahre Zweite Republik und 100 Jahre österreichische Bundesverfassung. Das sind die rot-weiß-roten Meilensteine, an die wir in diesem Gedenkjahr 2020 erinnern. Apropos rot-weiß-rot, das farbige Sujet, das Leitsujet, das uns dieses Jahr bei allen Veranstaltungen begleitet hat und noch immer begleitet, ist eine fiktive Flagge, die sich zusammensetzt aus den Farben aller Flaggen der EU-Mitgliedstaaten, übrigens nach ihrer Häufigkeit gewichtet. 1920, das war vor allem, was die zweite Jahreshälfte betrifft, ein innenpolitisch spannendes Jahr. Im Juni ist die 1,5 Jahre dauernde Koalition aus Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten zu Bruch gegangen. Für Mitte Oktober wurden Neuwahlen anberaumt. Man hatte also nur wenig Zeit, um dieser jungen Republik noch eine neue Verfassung zu geben. Nach knapp 3 Monaten und 18 Sitzungen mit dem sprichwörtlichen 10 Ringen war es dann soweit. Am 1. Oktober 1920 hat die konstituierende Nationalversammlung das Bundesverfassungsgesetz beschlossen. Heute feiern wir Geburtstag. Dazu heiße ich Sie willkommen und begrüße an dieser Stelle auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die via ORF3 bei diesem Festakt dabei sind. Herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, darf ich zunächst die Gastgeber der heutigen Veranstaltung, den Präsidenten des Nationalrates, Magister Wolfgang Sobotka, und die Präsidentin des Bundesrates, Doktorin Andrea Eder-Gitschthaler. Herzlich willkommen. Es freut uns außerordentlich, dass Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen und seine Gattin Magistra Doris Schmiedauer der Einladung gefolgt sind. Ich heiße Sie hiermit auch herzlich willkommen. Des Weiteren freuen wir uns über die Anwesenheit zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter der in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, und ich begrüße stellvertretend seine Eminenz Christoph Kardinal Schönborn. Ganz herzlich begrüßen darf ich alle anwesenden Mitglieder und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung, an deren Spitze ich Vizekanzler Magister Werner Kogler willkommen heißen möchte. Wir freuen uns außerdem sehr, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Dr. Dr. Christoph Grabenwarter, die Präsidentin des Rechnungshofes, Doktorin Margit Kraker, Frau Bundeskanzlerin außer Dienst, Doktorin Brigitte Bierlein, die im Rahmen der heutigen Podiumsdiskussion noch zu Wort kommen wird, sowie Herrn Nationalratspräsidenten außer Dienst, Dr. Andreas Kohl, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich begrüßen möchte ich des Weiteren alle anwesenden Clubobleute, Fraktionsvorsitzenden und Volksanwälte, den Vizepräsidenten des Bundesrates und die Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofes, alle ehemaligen Mitglieder der Präsidien des National- und Bundesrates sowie alle aktiven und ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat, zum Europäischen Parlament und die Mitglieder des Bundesrates. Auch die haben sich natürlich einen Applaus verdient, meine Damen und Herren. Namentlich begrüßen möchte ich außerdem die weiteren Teilnehmer an der Podiumsdiskussion, auf die ich mich schon freue, Parlamentsdirektor Dr. Harald Dossi sowie den Geschäftsführer des Hans-Kelsen-Institutes, Universitätsprofessor Dr. Thomas Olechowski. Applaus
Und last but not least ein herzlicher Willkommensgruß an die Mitglieder des Cellini-Quartetts, die die heutige Veranstaltung musikalisch so wunderbar umrahmen und begleiten. Dankeschön. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Dieser berühmte Artikel 1 unserer Bundesverfassung ist weithin bekannt. Ich denke, auch der zweite noch und der erste Satz im zweiten Artikel: Österreich ist ein Bundesstaat. Das bundesstaatliche oder föderalistische Prinzip ist also in der Verfassung festgelegt und die zweite Kammer des Parlaments ist Ausfluss dessen. Im Bundesrat heißt es im Artikel 34, sind die Länder im Verhältnis zur Bürgerzahl im Land vertreten. Die Präsidentin des Bundesrates, Dr. Andrea Eder-Gitzstaller, darf ich jetzt um ihre Begrüßung bitten. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Festgäste, ich darf Sie herzlich hier in der Nationalbibliothek zum Festakt 100 Jahre Bundesverfassung begrüßen. Ich bin sehr froh, dass wir diese Veranstaltung hier abhalten können. Erlauben Sie mir aber bitte zu Beginn darauf hinzuweisen, dass diese Veranstaltung nur unter strengen Auflagen stattfinden kann. Daher ist es wirklich von großer Wichtigkeit, dass alle Gäste den ihnen zugewiesenen Sitzplatz auch einnehmen und diesen für die gesamte Dauer der Veranstaltung beibehalten. Vielen Dank an die Parlamentsdirektion für die hervorragende Aufbereitung und Organisation. Wir feiern heute das 100-jährige Bestehen unserer Bundesverfassung. Das BVG, wie es zumeist genannt wird, ist eine der ältesten Verfassungen Europas. Dennoch hat es gerade in diesen letzten Jahren eine beachtliche Vitalität gezeigt. Sie, Herr Bundespräsidenten, haben letztes Jahr von der Eleganz unserer Verfassung gesprochen. Einer 100-Jährigen sieht man üblicherweise mit Anerkennung, Respekt und liebevoller Zuwendung entgegen. Eine 100-Jährige kann aber auch unbequem und herausfordernd sein, etwa wenn sie uns die Grenzen unseres politischen Spielraumes aufzeigt. Jene Grenzen, um die in der Entstehungsphase des BVGs hart gerungen wurden, um zum Grundkonsens unserer Gesellschaft zu finden. In den ersten Monaten unserer Republik waren es vorwiegend die Länder, die Staatsgewalt ausübten. Die Länderkonferenzen der Jahre 1919, 1920 bildeten eine wichtige Grundlage für die Konsolidierung der Staatsgewalt in der Ersten Republik und für die Ausarbeitung der Bundesverfassung. Im Prozess der Kompromissfindung konnten sich vor 100 Jahren die Länder zunehmend weniger behaupten. Kelsens Entwürfe zur Kompetenzverteilung waren zunehmend zentralistischer. Bis heute ist das BVG ein Bundesstaatenkompromiss, gerade was die Kompetenz der Bundesländer oder des Bundesrates betrifft. Vielleicht ist es ja auch typisch österreichisch, dass mit der Landeshauptleutekonferenz zudem ein Organ außerhalb der Verfassung existiert, das Einfluss auf unser politisches Geschehen im Bundesstaat ausübt. Unsere 100-Jährige ist offensichtlich nicht nur elegant, sondern auch sehr tolerant, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Miteinander unserer Bundesländer prägt unseren Bundesstaat bis heute. Der Föderalismus des BVG war und ist wesentliches Element zur Identitätsbildung und zum Zusammenhalt in Österreich. Ich möchte Ihnen einen Satz von Bertrand Russell, Nobelpreisträger für Literatur, in diesen Festakt mitgeben. Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit, und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen der Einzelnen seinen Anfang. Föderalismus ist mehr als ein Organisationsprinzip. Es ist Ausdruck des unbedingten Willens, im Miteinander die Zukunft zu finden und sich im gegenseitigen Respekt gemeinsam auf den Weg zu machen. Föderalismus ist keine Kopfgeburt, es ist eine Herzensangelegenheit. Das gilt auch für das Bundesverfassungsgesetz. Mögen wir die 100-Jährige weiterhin nicht nur im Kopf, sondern auch in unserem Herzen tragen. Vielen Dank. Applaus.
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Die Wirkungsbereiche der Bundesministerien, die Beziehungen des Bundes zu den Bundesländern sowie die Beziehungen Österreichs zur Europäischen Union, das sind Themenstellungen für den Verfassungsdienst, der im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Seine Aufgaben sind logistischer Natur, er ist aber auch Rechtsgutachter des Bundes und, wenn man so will, Anwalt der Republik. Als Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt zuständig ist dafür Frau Bundesministerin Caroline Edtstadler, die ich jetzt um ihre Grußworte bitten darf. Hochwürdiger Herr Kardinal, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Präsident des Nationalrates, Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Vizekanzler, Frau Bundesministerin, geschätzte Fest- und Ehrengäste. Artikel 1 der Bundesverfassung wurde bereits zitiert, man kann es aber nicht oft genug sagen und ich möchte es an dieser Stelle noch einmal tun. Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Der Souverän unseres Staates ist kein Monarch. Der Souverän unseres Staates ist kein Präsident und keine Regierung, sondern der Souverän unseres Staates, das sind die Bürgerinnen und Bürger Österreichs. Als gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten, als Politikerinnen und Politiker sind wir dem Volk, den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Und wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, speziell in Zeiten der Krise, auch wenn Entscheidungen und die Kommunikation in Zeiten der Krise oft noch schwieriger ist und deshalb noch so wichtiger. Ich kann Ihnen versichern, aufgrund des Artikels 1 unserer Bundesverfassung, die hier völlig klar ist, geht das Recht vom Volk aus und die Politik hat diesem Recht zu folgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Demokratie berechtigt, Demokratie verpflichtet aber auch und sie erfordert, dass wir die Freiheiten und die Rechte nutzen, unsere Gemeinschaft gestalten, unsere Gesellschaft weiterentwickeln in einem freien, friedlichen und geeinten Europa. Ralf Dahnhofer hat einmal gesagt, und zu Recht ein aktives und tätiges Freiheitsverständnis eingemahnt. Zitat, Freiheit ist nie ein weiches Kissen, auf dem man sich ausruhen oder passiven Genüssen hingeben kann. Sie ist immer eine Herausforderung zur Aktivität. Der Schutz der Freiheitsrechte durch den Staat bedeutet nicht, dass wir all unserer Eigenverantwortung entledigt sind. Ganz im Gegenteil. Unsere Verfassung verpflichtet uns, denn unsere liberale Verfassung zielt nicht auf einen Vollkaskostaat ab. Gesetze und Verordnungen können nie jeden Lebensbereich bis ins kleinste Detail regeln, auch nicht, wenn in Krisenzeiten das Bedürfnis danach größer zu sein scheint. Unsere Verfassung sieht uns als eigenverantwortliche Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Pflicht, die unsere Verfassung uns auferlegt. Und sie erlegt uns auch die Pflicht auf, unsere Verfassung zu schützen, unsere Verfassung auch weiterzuentwickeln. Ihre Errungenschaften sind nicht selbstverständlich, weil Rechte und Freiheiten nie selbstverständlich sind. Das hat uns die Geschichte mehrfach gelehrt. Denken wir zurück an die Zeit des Ständestaates oder auch die Zeit des NS-Unrechtsregimes. Ihre Qualität aber ist beständig. Darum konnte unsere Verfassung am Beginn der Zweiten Republik im Jahr 1945 in der Fassung aus dem Jahr 1929 auch wieder in Kraft gesetzt werden. Unsere Verfassung galt es aber auch weiterzuentwickeln. Denken Sie an das Jahr 1958, als die Europäische Menschenrechtskonvention in Österreich auch ratifiziert wurde. Und denken Sie an das Jahr 1964, als diese Europäische Menschenrechtskonvention rückwirkend auch in Verfassungsrang erhoben wurde. Einzigartig übrigens unter den 47 Staaten des Europarates. Unsere Verfassung war Veränderungen unterworfen, teils
durch kodifizierte Veränderungen, teils durch Ergänzungen in anderen Gesetzen, teils durch die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes. Und damit hat die Verfassung auch dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung getragen. Ich denke etwa an die Rolle der Frau, an das Verständnis von Familie, an das verfassungsrechtlich gewährleistete Grundrecht auf Datenschutz, das insbesondere in einer Informationsgesellschaft so wesentlich ist. Ich denke aber auch an die Kodifizierung der Kinderrechte im Jahr 2011. Gegenwärtig stehen wir vor der Herausforderung, den technischen Wandel in der Verfassung auch abzubilden. Wir beobachten mit großer Sorge die Kehrseite der Digitalisierung so vieler Lebensbereiche. Desinformation, Hass im Netz, die Bündelung der Macht von wenigen supranational agierenden Konzernen. Konkret geht dann eine Gefahr für die Demokratie dadurch aus, wenn die Menschen die Welt nur noch in ihrer eigenen begrenzten Filterblase sehen, wenn sie ihre Meinung in ihrer von ihnen selbst kreierten Echokammer immer und wieder gespiegelt bekommen, in der Meinung, dass es keine andere Meinung gäbe. Das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Österreich im Verfassungsrang steht. Das ist ein Recht, das ohne Zweifel allen Menschen zusteht. Auch das Recht, an der Politik Kritik zu üben, steht zweifellos in einer Demokratie vorne und ist auch notwendig, um den Diskurs voranzutreiben. Aber das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit begründet nicht das Recht auf eigene Fakten. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, zukünftig Anstrengungen zu unternehmen, damit wir Faktentreue und Objektivität erlangen, damit wir die Quellen tatsächlich feststellen, aus denen diese Fakten kommen. Und umso wichtiger ist das in einer Zeit des Medienpluralismus. Es liegt an uns, die österreichische Bundesverfassung vor Missbrauch dahingehend zu schützen, jetzt und in 100 Jahren. Unsere Verfassung hat unser Österreich durch 100 Jahre gebracht, gleichsam wie ein Kompass. Sie hat geholfen, durch schwierige Phasen zu kommen. Sie hat uns geholfen, in neue Zeiten aufzubrechen. Dafür verlangt sie aber auch etwas von uns. Sie verlangt nämlich, dass wir an unseren Grundprinzipien festhalten und sie klug weiterentwickeln. Sie fordert von uns gemeinsames Denken und Handeln, bürgerliche Eigenverantwortung und auch politische Mitwirkung. Denn nur so können wir unsere Freiheiten aktiv zu unserem Wohle und zum Wohle unserer Gesellschaft auch einsetzen. Unsere Bundesverfassung stellt sicher, dass wir das dürfen. Sie stellt sicher, dass wir das können. Und sie verlangt von uns, dass wir das tun. In diesem Sinne, sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es lebe unsere Bundesverfassung, es lebe unsere Republik Österreich. Die Gesetze werden im National- und Bundesrat beschlossen und der Bundespräsident respektive die Bundespräsidentin beurkundet jedes Bundesgesetz und wacht damit über ihr verfassungsgemäßes Zustandekommen. Natürlich sind nicht nur die Befugnisse des Bundespräsidenten, sondern ist auch die Wahl in der Verfassung geregelt. Der Bundespräsident wird vom Bundesvolk gewählt, heißt es da verkürzt zitiert. Übrigens in der ursprünglichen Version 1920 war noch geregelt, dass das Parlament das Staatsoberhaupt wählt. Weiters gilt, zum Bundespräsidenten kann nur gewählt werden, wer zum Nationalrat wählbar ist und das 35. Lebensjahr vollendet hat. Gewiss waren es nicht diese zitierten Auszüge, die unser Herr Bundespräsident im Auge hatte, als er im Sommer 2019 in innenpolitisch turbulenten Zeiten von der Eleganz und Schönheit, es ist heute bereits zitiert worden, unserer Verfassung gesprochen hat. Ich darf Sie, Herr Bundespräsident, nun um Ihre Grußworte bitten. Frau Präsidentin
Ida Gitzstahler, Eure Eminenz, Herr Präsident Sobotka, Herr Vizekanzler Kugler. Ich bin einfach von links nach rechts gegangen, wie Sie sehen. Ja. Geschätzte Festgäste, Herr Groß hat es gerade angedeutet, im Mai und Juni 2019 hat die heute geltende Bundesverfassung tatsächlich so etwas wie ihre Eleganz gezeigt. Sie hat die Lösung der damaligen Regierungskrise ohne interpretatorische Kunststücke allein aufgrund ihres klaren Wortlauts ermöglicht. Und ich bin immer noch beeindruckt davon, dass die Verfassungsväter, Mütter sind nicht überliefert, offenbar unterschiedlichste Problemstellungen, vor denen die Republik oder der Bundespräsident stehen können, durchgedacht und sich Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege überlegt haben. Und die Verfassung hat sich damit als hervorragender Wegweiser durch die durch in der Zweiten Republik noch nie dagewesene Situationen erwiesen, damals Mai, Juni 2019. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen sind wir heute in Österreich voll des Lobes für unsere Verfassung. Schön, eine ideale Voraussetzung für das Fest zu ihrem 100. Geburtstag. Sie ist ein Fundament unserer Demokratie, ein Fundament der Republik Österreich. Aber damals vor 100 Jahren, am Tag der Beschlussfassung, hielt sich die Begeisterung in engen Grenzen. Die Republik Österreich war der von Clemenceau sogenannte Rest, nämlich der Rest der habsburgischen Monarchie, der Rest, für den es eine staatliche Ordnung zu etablieren galt. Das geschah unter beträchtlichem Druck von außen wie von innen. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs wollten mit allen Mitteln eine rechtliche Verbindung zwischen Österreich und dem Deutschen Reich verhindern. Und in Österreich selbst waren die politischen Gegensätze enorm. Das betraf auch die Vorstellung davon, was Demokratie ist oder sein soll. Während die einen nur eine sozialistische Demokratie als solche anerkennen wollten, sprachen sich konservative und reaktionäre Kräfte für eine sogenannte wahre Demokratie aus. Das war unter anderem das Schlagwort der Heimwehren. Die langfristige Lebensfähigkeit der Republik wurde von vielen bezweifelt und bestritten und externe Kräfte, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, extreme Kräfte lauerten im Hintergrund. Unter solchen Umständen war es eine politische Meisterleistung, dass die Verfassung überhaupt beschlossen werden konnte. Und als ihr Architekt wird zu Recht, glaube ich, Hans Kelsen genannt. Hohe Kompromissbereitschaft von allen Seiten war die Grundlage für das Zustandekommen. Angestrebt wurde eine Verfassung, die auf den Grundsätzen einer formalen Demokratie und eines Rechtsstaats beruht, mit klar definierten Minderheitenrechten. Demokratie und Rechtsstaat sind zwar nicht ausdrücklich genannt in der Verfassung als leitende Grundsätze. Dass sie aber solche sind, ergibt sich zweifelsfrei aus deren Inhalt. Es sind darin Grundrechte definiert, deren enge Verbindung mit dem demokratischen Prinzip evident ist. Denken Sie nur an den Gleichheitsgrundsatz, an die Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Und auch das Prinzip der Gewaltenteilung ist nicht ausdrücklich in der Verfassung genannt, aber sie ergibt sich aus ihr. Es ergibt sich, dass Rechtssetzung und Rechtsanwendung voneinander getrennt sein soll. Meine Damen und Herren, wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Zeit. In Europa, in Österreich, weltweit. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben fest im Griff. Zum Beispiel ist es mittlerweile zur Gewohnheit geworden, fast täglich die Zahl der Neuinfektionen zu überprüfen. Und solche Daten bestimmen in gewisser Weise den Grad unserer persönlichen Freiheit.
steigen die Krankheitszahlen, drohen in Folge Einschränkungen unserer Freiheiten. Und welchen Wert diese Freiheiten haben, ich glaube, das ist jedem und jeder von uns gerade im letzten halben Jahr schmerzlich bewusst geworden. Denken Sie nur an die Freiheit, die eigenen Eltern zu besuchen, die Freiheit, Sport zu treiben, zu reisen, die Freiheit für Kinder zur Schule zu gehen, die Freiheit, Freunde zu treffen, ein Konzert zu besuchen. Das sind viele kleine Freiheiten, die sich summieren zu einer großen Freiheit, und sie gehören zu unserer verfassungsrechtlich gewährleisteten Grund- und Freiheitsrechten, und sie wurden im letzten halben Jahr in dramatischer Weise eingeschränkt. Das war und ist eine Zumutung, eine notwendige Zumutung, leider. Der im Frühjahr meines Erachtens unerlässliche Lockdown hatte dramatische Folgen. Dramatische Folgen für die Wirtschaft, Arbeitsplätze gingen verloren, Menschen wurden zur Kurzarbeit angemeldet, Kinder konnten nicht zur Schule gehen, alte Menschen waren einsam. Meine Damen und Herren, in einer Demokratie gilt es, laufend abzuwägen, wie viel wir von einem Grundrecht herzugeben bereit sind, um ein anderes Grundrecht zu schützen. Wir haben laufend die Frage zu stellen und abzuwägen, wie viel Freiheit wir bereit sind aufzugeben, um, wie jetzt im Fall von Covid-19, unsere Gesundheit zu schützen. Was braucht es für den Schutz der Gesundheit von uns allen? Wie viele Einschränkungen der persönlichen Freiheit sind noch verhältnismäßig? Was ist im Hinblick auf das Wohlergehen der Wirtschaft, die Erhaltung unserer Arbeitsplätze noch zumutbar? Bei diesen im Moment ungeheuer schwierigen, aber leider notwendigen Entscheidungen ist eines essentiell, glaube ich. Wir dürfen dabei nie das richtige Augenmaß verlieren, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und darauf werde ich, und das möchte ich hier in aller Klarheit sagen, in meiner Verantwortung als Bundespräsident sorgsam und penibel achten. Mir ist wichtig, dass Einschränkungen der Grundrechte nur so lange als unbedingt notwendig gelten dürfen, wie sie den besonderen Umständen dieser gesundheitlichen Krise geschuldet sind. Und ich bin froh, dass es mittlerweile darüber einen breiten politischen Konsens gibt. Ich möchte Sie ermuntern, meine Damen und Herren, dass wir zu all diesen Fragen auch weiterhin eine breite gesellschaftliche Debatte führen, bei der wir abwägen und um die richtige Verhältnismäßigkeit ringen. Wir werden, so fürchte ich, auch in nächster Zukunft noch solche heiklen Entscheidungen treffen müssen. Und dazu brauchen wir weiterhin Augenmaß und Umsicht. Das gebietet, glaube ich, auch der Respekt vor unserer bewährten Verfassung. Denn niemand kann bestreiten, glaube ich, dass unsere Verfassung ihre Aufgabe als Basis des staatlichen Handelns und als Wahrerin der Grundrechte der Individuen in den 100 Jahren ihres Bestehens hervorragend erfüllt hat. Und das meine ich mit Eleganz der Verfassung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich habe nun die ausgesprochene Ehre und das Vergnügen, mit drei ausgewiesenen Kennern der Materie über die Jubilarin zu sprechen in unserem Podiumsgespräch. Ich darf auf die Bühne bitten und bitte Sie um einen herzlichen Applaus für Bundeskanzlerin außer Dienst und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes außer Dienst, Brigitte Bierlein. Bitte. Ich darf herzlich bei uns auf der Bühne begrüßen Parlamentsdirektor und Präsidenten der Wiener Juristischen Gesellschaft Harald Dossi, ebenfalls herzlich willkommen. Und wir begrüßen Thomas Olichowski, Professor vom Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien und gleichzeitig Geschäftsführer des Hans-Kelsen-Institutes, herzlich willkommen. Danke, dass Sie alle da sind. Wir haben uns vorgenommen, bei aller gebotenen Kürze natürlich ein wenig in die Tiefe zu gehen. Und ich möchte bewusst mit Ihnen beginnen, Herr Professor Olichowski, als einer der führenden Rechtshistoriker dieses Landes. Lassen Sie uns ein wenig teilhaben an dieser erstaunlichen Karriere eines Textes, der sich als, wenn ich das salopp so sagen darf, verbindliche Spielregel für das Tagesgeschäft, das politische dieser Republik erwiesen hat, der aber über diese Funktion und Funktionalität hinaus ja natürlich auch noch für Werte und Wertefragen zuständig ist, wenn ich etwa an das Stichwort Staatsziele denke. Sehen Sie eigentlich die Gefahr einer Überfrachtung, wenn ich gar Überforderung oder anders gefragt, wie harmonisch ist unsere Verfassung noch in ihrem 100. Jahr? Die Verfassung ist 100 Jahre und hat sich vielfach geändert. Sie hat auch nicht 100 Jahre lang gegolten. Das muss man von Anfang an mal feststellen. Sie ist 1934, das wurde schon angedeutet, in der Ära von Kanzler Dollfuss außer Kraft gesetzt worden und dann erst 11 Jahre später von der provisorischen Staatsregierung der Karl Renner wieder neu in Kraft gesetzt worden. Diese Rückkehr zur Verfassung war vor allem deshalb, weil man sich nach dem Zweiten Weltkrieg ersparen wollte, was man schon nach dem Ersten Weltkrieg gehabt hat. Lange zeitraubende und kräfteraubende Verfassungsdiskussionen. Man wollte vielmehr in einer absoluten Ausnahmesituation, die man 1945 gehabt hat, wieder schnell ein Fundament schaffen für die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. Hans Kelsen, der Architekt der Verfassung, wie er schon genannt wurde heute, hat diesen Schritt später kommentiert als Beweis dafür, dass sich die Verfassung vortrefflich bewährt hat. Er selber hat damals im amerikanischen Exil gelebt. Er hat mitgewirkt in einem Stellungnahme des US-Außenministeriums, wo auch die Rückkehr der Verfassung von 1920 als wünschenswert bezeichnet wurde. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Karl Renner, als er die Unabhängigkeitserklärung verfasst hat, dieses Memorandum gekannt hat. Es war wohl eher so, dass Karl Renner selber die Verfassung wiederhaben wollte, an der er selber auch entscheidenden Anteil gehabt hat. Aber, jetzt komme ich Sie an Fragen, es war doch damals schon ein gewisser Schlenkerer zu bemerken. In der Unabhängigkeitserklärung wird schon geredet von Geist der Verfassung von 1920. Zurückgekommen ist aber die Verfassung von 20 in der Fassung von 1929, also mit dem starken Bundespräsidenten. Das war schon damals in den allerersten Tagen der Zweiten Republik ein Kompromiss zwischen ÖVP und SPÖ. Wir auch die Verfassung selber von 1920 und die Novelle 29 diesen deutlichen Kompromisscharakter tragen. Und das wurde auch schon hervorgehoben, wie unglaublich schwer das damals war angesichts der damaligen Zustände, angesichts der tiefen ideologischen Verankerung beider Parteien, wo eine Diskussion unmöglich fast war, weil einfach bei manchen Positionen konnten die Parteien nicht zueinander finden. Und es war dann der Kompromiss nur möglich, weil man dann letztlich den Konsens über den Dissens gefunden hat. Man hat gewusst, diese 3-4 Punkte, da wird es keine Einigung geben, da wird es einfach immer Differenzen geben. Man hatte ja vorläufig den Rechtszustand der Monarchie beibehalten. Und das ist auch der Hauptgrund, warum bis heute das alte Staatsgrundgesetz von 1867 vorläufig bis heute in Kraft ist. Und daher ist eigentlich die Bundesfassung 1920-29 als eine Spielregelverfassung, manchmal sogar als eine unpolitische Verfassung bezeichnet worden. Diese Ziele, die Sie angesprochen haben, sind alle erst nachträglich eingefügt worden. Man hat hier am BVG eigentlich selber wenig solche Ziele feststellen können, daher auch dieses Wort mit der unpolitischen Verfassung. Dennoch glaube ich, das ist übertrieben, denn die Verfassung 20 war damals im Jahr 20 eine deutliche Abkehr vom
Sowjetsystem, das war ja damals überall in Diskussion, das ist ein Rätesystem, das man so einrichten könnte, eine klare Absage, bekennt sich in seinem demokratie-westlichen Typus. Und auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums, auch die Regierung Dollfuss hat ja gezeigt, sie kann nicht mit dieser Verfassung auf Dauer arbeiten. Daher steht doch das BVG für einen Weg der Mitte zwischen extrem links und extrem rechts und basiert auf ganz konkreten Werten. Die wurden schon alle genannt, Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat. Das sind alles Werte, die keine Selbstzweck sind und auch nicht allein isoliert betrachtet werden dürfen. Alle gemeinsam erst verwirklichen das, schützen das, was der Bundespräsident genannt hat, die Freiheit des Einzelnen. Vielen Dank fürs Erste. Diese österreichische Bundesverfassung hat ja eine Premiere gebracht, die Verfassungsgerichtsbarkeit nämlich. Es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass der Gesetzgeber sagt, ja, wir lassen uns da auch über die Schulter schauen, beziehungsweise wir lassen uns auch kontrollieren und auch das eine oder andere Gesetz dann kippen möglicherweise. Dementsprechend spannend und vielleicht müsste man sagen spannungsgeladen ist ja auch das Verhältnis zwischen Politik und Verfassungsgerichtshof. Und da spreche ich Sie jetzt an als auch ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, auch wenn der Vergleich nur bedingt zulässig ist. Wir stehen ja alle noch unter dem Eindruck der Nachbesetzung des Postens und der politischen Diskussionen darüber von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court in den USA. Wie ist denn die Situation in Österreich? Ja, also es war wirklich epochemachend, wie im Bundesverfassungsgesetz auch der Verfassungsgerichtshof etabliert wurde, erstmals weltweit konzentriert die Kontrolle der Gesetzgebung bei einem speziellen Gericht. Nach dem Zweiten Weltkrieg und später nach dem Zerfall der Sowjetunion hat dieses sogenannte österreichische System der Verfassungsgerichtsbarkeit sich sehr verbreitet, vor allem in Europa, aber nicht nur. Das amerikanische System ist anders. Dort hat nicht nur der Verfassungsgerichtshof oder der Supreme Court die Kompetenz, Gesetze zu überprüfen. Der Supreme Court ist auch höchstes Berufungsgericht, also nicht nur für Verfassungsfragen zuständig. Es sind dort 9 Richter insgesamt tätig. Das Vorschlagsrecht liegt beim Präsidenten. Der Senat muss dann dem Vorschlag zustimmen. Ruth Bader Ginsburg hat dem liberalen Flügel der Richterschaft angehört. Ich hatte die Ehre, diese wirklich beeindruckende Frau persönlich kennenlernen zu dürfen. Einmal bei einem Besuch des österreichischen Verfassungsgerichtshofs beim Supreme Court als Richterin. Sie war, fast möchte ich sagen, gefürchtet durch ihre spezifischen harten Fragen bei den Parteien, obwohl sie eine ganz zierliche Person war und Persönlichkeit war. Sie hat sich ja immer für Frauenrechte und gegen jede Art von Diskriminierung eingesetzt. Und sie hat dann einige Jahre später auch im österreichischen Verfassungsgerichtshof einen Vortrag über ihr Leben und vor allem für Frauenrechte gehalten. Also die Systeme sind nicht vergleichbar. Das österreichische System hat, wie gesagt, einen, wenn man will, Siegeszug angetreten in dieser Form mit unterschiedlichen Ausformungen, aber die Tatsache, dass die Gesetzgebung einem spezifischen Gericht unterworfen wurde, war Kelsens Herzensangelegenheit und ist auch ein Kernstück unserer Verfassung. Jetzt ist der Verfassungsgerichtshof, wenn wir kurz noch dabei bleiben, so etwas auf der einen Seite wie eine Korrekturanstalt, wenn ich das salopp so sagen darf, für manche Gesetze, aber auch manches Mal fast ein Reservegesetzgeber. Wenn es zum Beispiel um gesellschaftspolitische heiße Eisen geht, wir erleben gerade ja die Diskussion über das Thema Sterbehilfe zum Beispiel, es geht aber auch um Themen wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften und so weiter, wo man jetzt sagen könnte, der Politik ist es vielleicht ganz recht, wenn sie das nicht selber entscheiden muss, sondern dem Verfassungsgerichtshof überlässt. Ja, der Verfassungsgerichtshof sucht sich seine Fälle nicht selbst aus. Es bedarf eines Antrages, es bedarf eines Verfahrens oder einer Eingabe davor, damit der Verfassungsgerichtshof überhaupt tätig werden kann. Um ein Gesetz zu prüfen, gibt es mehrere Wege. Der hauptsächliche ist, dass im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung der Verfassungsgerichtshof selbst Bedenken gegen ein Gesetz erhält und dann ein Prüfungsverfahren einleitet. So war es bei der von Ihnen angesprochenen Entscheidung, die salopp als Ehe für alle, also die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare anlangt. Es sind natürlich gesellschaftspolitische Fragen, die oft sehr oft Werteentscheidungen sind, die in einem Gremium von 14 Richtern und Richterinnen, die beim Verfassungsgerichtshof tätig sind, entschieden werden mit mehrheitlicher Stimmen.
Anteil, wobei der Präsident an sich kein Stimmrecht hat, wenn alle 14 Richter im Plenum anwesend sind, also 13 und einfache Stimmenmehrheit genügt, wobei das Abstimmungsverhältnis geheim ist, das auch im Unterschied zum Supreme Court etwa. Gesellschaftspolitisch relevante Fragen sind immer wieder dem Verfassungsgerichtshof überantwortet worden, etwa in dieser Frage auch die Frage des Verbotes der Sterbehilfe, die den Verfassungsgerichtshof in dieser Session und vermutlich auch noch in der nächsten möglicherweise beschäftigen wird, ist eine sehr schwierige Frage. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß, da fließen Werteentscheidungen mit ein, aber dennoch entscheidet der Verfassungsgerichtshof entlang des Rechts, der Gesetze, der Verfassung, der Freiheitsrechte, der Grundwerte und nicht anhand parteipolitischer Kategorien. Auch wenn in Österreich die Politik, wie überall bei Verfassungsgerichten, bei der Besetzung ein gewisses Mitspracherecht hat. Das ist geteilt, wie Sie wahrscheinlich oder wie die Menschen hier in diesem Raum wissen, das Vorschlagsrecht bei Präsident und Vizepräsident obliegt der jeweiligen Bundesregierung, ebenso für 6 weitere Mitglieder und für je 3 Mitglieder in den beiden Kammern, liegt es in den beiden Kammern des Parlaments, Bundesrat, Nationalrat. Aber der Verfassungsgerichtshof ist ich habe das 16 Jahre erlebt und alle Richterinnen und Richter, die dort tätig sind, werden mir beipflichten. Es ist eine ganz, wirklich sehr respektvolle Umgangsweise. Und man ist ein Gremium, es ist auch schwer zuordnenbar im Vorhinein, wie jemand welche Meinung vertreten wird. Es ist ein wirklicher Diskurs, ein respektvoller Dialog und Parteipolitik spielt wesentlich weniger eine Rolle, als man vielleicht von außen glaubt. Reden wir auch über das Bundesvolk, wie das ja in der Verfassung so apostrophiert wird, weil wir gerade in die USA geblickt haben. Dort haben wir ein sehr entwickeltes und ausgeprägtes Verfassungsbewusstsein, wie man das nennt. Wie schaut es denn damit bei uns aus, auch was die Bekanntheit, um nicht zu sagen, die Kenntnis der Verfassung betrifft? Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Welche Ideen gibt es denn da? Ja, ich glaube, Sie haben ganz recht, dass heute das Bundesverfassungsgesetz zwar das Geburtstagskind dieser Feierstunde ist, das aber auch aufgrund dessen, wie das der Professor Olechowski heute schon gesagt hat, das Bundesverfassungsgesetz eine sehr diskrete Spielregelverfassung ist, die zwar das politische Leben ordnet und leitet, aber selbst doch dabei sehr im Hintergrund bleibt. Hat natürlich im letzten Jahr Phasen gegeben rund um das sogenannte Ibiza-Video, als dann auch das BVG sehr vor den Vorhang getreten ist. Im Grunde aber ist es so, dass andere Bestandteile unserer Verfassungsordnung, also etwa der Staatsvertrag von Wien, der uns die Unabhängigkeit gegeben hat, das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität, das uns zu einem immerwährend neutralen Staat gemacht hat, oder andere solche Texte und Inhalte im öffentlichen Bewusstsein vermutlich präsenter sind als der Stammtext des Bundesverfassungsgesetzes. Das heißt, man muss meines Erachtens, wenn man über Verfassungsbewusstsein, über Grundrechtsbewusstsein spricht, das etwas breiter sehen als nur am Text des BVG klebend. Nichtsdestoweniger stimme ich Ihnen aber zu, dass es sehr, sehr wesentlich ist, an diesem Verfassungsbewusstsein zu arbeiten, das zu fördern, weil das sehr mit der Teilhabe, mit der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben, an der Demokratie zusammenhängt. Und die Demokratie lebt davon, dass es diese Teilnahme und diese Teilhabe gibt. Und sie wird nur dann gut leben, solange es diese Teilnahme gibt. Was ich auch glaube, ist, dass die Aufgabe, dieses Verfassungs- und Grundrechtsbewusstsein zu stärken und zu fördern, nicht nur von einer Institution geleistet werden kann, sondern dass das eine Aufgabe für viele ist. Das ist sicherlich das Parlament selbst. Das Bild, das das Parlament auch der Öffentlichkeit zeigt in seinem tagtäglichen Arbeiten, das ist die Politik im Allgemeinen,
Stichwort Respekt vor den Verfahren und Institutionen, die die Bundesverfassung vorgibt. Das sind sicherlich auch die Medien, die über politisches Geschehen berichten und dieses analysieren, sind natürlich auch die Schulen, die Universitäten, Institutionen der Erwachsenenbildung und nicht zuletzt private Initiativen, die es glücklicherweise in einer großen Anzahl gibt. Ich habe die Freude, hier pars pro toto auch die Wiener Juristische Gesellschaft zu nennen, als deren Präsident ich hier auch eingeladen bin. Es gibt aber viele andere Institutionen, die da auch ihre Beiträge leisten. Für die Politik, und mit dem habe ich begonnen, ist es natürlich wesentlich, wenn sie hier Beiträge leistet, sich an die Spielregeln zu halten, aber nicht nur, glaube ich, sich an die Spielregeln zu halten, sondern in der öffentlichen Kommunikation auch immer klar zu machen, dass es wesentlich ist, sich an die verfassungsrechtlichen Spielregeln zu halten. Im Bereich der Medien ganz klar, diese Trias, objektive, umfassende Berichterstattung über politisches Geschehen, Analyse der Hintergründe und ich glaube zunehmend wichtig auch eine Ergänzung, ein Gegengewicht an die digitale Schnelligkeit der Kommunikation. Ich glaube, die Frau Bundesministerin Edtstadler hat das auch in ihren Begrüßungsworten angesprochen. Schulden, ganz, ganz wesentlich aus meiner Sicht, Politik zum Bestandteil des Unterrichts zu machen, Interesse und Verständnis dafür zu schaffen und Grundsatzwissen zu vermitteln, wobei die Schulden da, glaube ich, nicht alleine stehen, sondern es da eine Vielzahl an externen Partnern und Partnerinnen gibt, nicht zuletzt das Parlament mit seiner Demokratiewerkstatt. Private Initiativen, um vielleicht darf da jetzt das Privileg nutzen, hier zu sitzen, die Wiener Juristische Gesellschaft, die zwar ein sehr breites Mandat hat, als sehr auch schon alte, älteste juristische Vereinigung in Österreich, seit 1867 bestehend, die Förderung und Entwicklung des Rechts in allen Bereichen, Verbindung von Theorie und Praxis. Wir haben aber eine deutliche fassungsrechtliche Schwerpunktsetzung. Ich darf also nur in Erinnerung rufen, dass etwa Hans Kelsen im Rahmen der Juristischen Gesellschaft dreimal vorgetragen hat. Parlament selbst, und dann bin ich schon am Ende, nur einige Stichwörter. Wir bemühen uns natürlich nicht nur über das parlamentarische Geschehen umfassend zu berichten, in der letzten Zeit auch auf allen technologischen Kanälen, die es gibt, bis hin zu den sozialen Medien, zu Video, zu Fernsehen, sondern wir bieten auch viele Veranstaltungen zu demokratiepolitischen Themen an. Wir sind in der Erwachsenen- und Schüler-Lehrlingsausbildung in der Demokratievermittlung, insbesondere mit der Demokratiewerkstatt, mit Jugend-, mit Lehrlingsparlamenten tätig, bis hin zu einer Vielzahl auch wissenschaftlicher Aktivitäten von Ausstellungen, die wir machen. Also ich kann darauf hinweisen, seit gestern gibt es am Heldenplatz auch eine Ausstellung zum Thema 100 Jahre Bundesverfassung und seit heute ist auf unserer Homepage auch zu finden, das erste Mal digital aufbereitet, alle Unterlagen, vorbereitenden Unterlagen zur Verfassungsdiskussion 1920. Also ein breites Angebot, das wir laufend evaluieren. Wir sind auch da jetzt wieder dabei und ich bin sicher, dass wir in der nächsten Zeit mit noch zielgerichteren, konsistenteren Beitragen da unseren kleinen, aber ich glaube wichtigen Beitrag werden leisten können. Vielen Dank. Hans Kelsen wurde bereits mehrfach angesprochen. Natürlich lassen Sie uns noch ein wenig über ihn reden. Herr Professor Olichowski, er hat das Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 zwar nicht allein verfasst, logischerweise, wie das manches Mal fälschlicher behauptet wird, aber er ist maßgeblich dazu beigetragen. Sie haben ihn als Architekten vorhin bezeichnet. Sie haben selber die maßgebliche Kelsen-Biografie vor kurzem vorgelegt. Ein in jeder Beziehung, auch was den Umfang betrifft, gewichtiges Werk, sind also als Kelsen-Kenner bestens fundiert natürlich. Wie würden Sie denn seine Bedeutung für
das Rechtswesen insgesamt einschätzen? Er ist ja bereits 1930, hat er Österreich verlassen, hat zuletzt in den USA gelehrt und gilt ja als einer der bedeutenden Rechtsgelehrten. Aber was heißt das? Hans Kelsen ist auf mehreren Ebenen von Bedeutung. International bekannt ist er vor allem für seine Rechtstheorie, ein theoretisches Modell der reinen Rechtslehre, für das Österreich weltweit bewundert wird, wo das Hans-Kelsen-Institut Zuschriften aus Japan, aus Südamerika, aus Indien bekommt, vor allem, weil es eben das theoretische Grundgerüst geliefert hat für die Verfassungsgerichtsbarkeit. Da war ja wirklich der Verfassungsgerichtshof vom Jahr 1920 der erste seiner Art und ist dann vielfach nachgeahmt, will ich fast sagen, war Vorbild für viele andere ähnliche Gerichtshöfe. Man sollte darüber hinaus nicht vergessen, dass Kelsen ein ganz bedeutender Demokratietheoretiker war, der sich ernsthaft mit den Möglichkeiten der Demokratie auseinandergesetzt hat, und zwar in einer sehr realistischen Art und Weise, dass er die Probleme, das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Parlamentarismus nicht kleingeredet hat, im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen, sehr, sehr wohl sich dazu bekannt hat und letztlich doch ein deutliches Votum abgegeben hat. Und hier kann ich dafür anknüpfen, er war auch in der Volksbildung tätig. Vor allem in seinen Jugendjahren, also noch in der Monarchie, hat er in Volksheim und in anderen Städten auch Arbeiterinnen und Arbeitern, die nach der Arbeit noch die Zeit und Kraft zu haben, Vorträge gehalten über Staatsformen, über Rousseau. Und später rückblickend gesagt, das ist die Erziehung zur Demokratie, ist eigentlich eine der Hauptforderungen für die Demokratie selber. Kelsen war aber politisch natürlich auch nicht unumstritten. Er war ja Mitglied des Verfassungsgerichtshofes auch, und da gab es einige Urteile, die nicht allen geschmeckt haben, wenn ich etwa nur die Stichwörter Schnitzlers Reigen in den Mund nehmen darf, oder auch das Thema Ehescheidungen zum Beispiel. Was ist denn dazu zu sagen? Ja, Kelsen war Verfassungsrichter schon im ersten provisorischen Verfassungsgerichtshof 1919, dann 1921 bis zur Verfassungsnovelle 1929. Er hat mitgewirkt an wesentlichen Entscheidungen, insbesondere an dem von Ihnen angesprochenen Erkenntnis betreffend die Sewa-Ehe. Das war ein Kompetenzkonflikt. Also damals war das Eherecht katholisch geprägt. Es gab keine Scheidung für Katholiken, sondern nur katholische Ehepaare, sondern nur eine Trennung von Tisch und Bett, und für eine allfällige Wiederverehelichung war eine Dispens notwendig, die der damalige Landeshauptmann von Niederösterreich, teils auch von Wien, weil das inkorporiert war, Albert Sewer, großzügig erteilt hat. Der hat Dispensen in hundertenfachen Weise gegeben, solchen Eheleuten. Das wurde von den Zivilgerichten, obersten Gerichtshof, nicht anerkannt. Und dann wurde auch der Verfassungsgerichtshof angerufen. Damals war Hans Kelsen Referent in dieser Causa. Und im Rahmen eines Kompetenzkonfliktes hat Hans Kelsen die Zivilgerichte für unzuständig erklärt und damit den Zustand wiederhergestellt. Das hat ihm große Kritik aus katholischen Kreisen und aus konservativen Kreisen eingebracht. Es wurde dann die Novelle 1929 geschaffen, die letztlich darin gegipfelt hat, dass alle Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ihr Amt beenden mussten und eine Neubestellung erfolgte. Und Hans Kelsen hat von der Regierung keinen Vorschlag bekommen und wollte dann nicht vom Nationalrat, der ein Mandat in Aussicht gestellt hätte, seitens der damals sozialdemokratischen Partei, wollte nicht von Gnaden einer Partei dem Verfassungsgerichtshof weiter angehören und hat dann eher verbittert Österreich verlassen. Ich muss sagen, es ist ein großer Charakter, wenn er solche Umstände damals zum Anlass genommen hat, Österreich zu verlassen, den Verfassungsgerichtshof nicht mehr angehören zu wollen. Und die Novelle 1929 war insgesamt sehr bedeutsam, weil sie auch die Stellung des Bundespräsidenten verändert hat und sehr verstärkt hat. Seither ist der Bundespräsident in einer viel größeren Weise in unsere Verfassung eingebunden. Und das ist auch mit ein Grund, warum der Herr Bundespräsident, schon angesprochen, eben in der kritischen Phase 1919 von sich aus tätig werden konnte und diese Situation sehr gut zu Ende bringen konnte.
Was die Bildung anlangt, vielleicht das noch. Es ist da schon viel geschehen, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Auch der Verfassungsgerichtshof selbst, das war eine Folge vielleicht der damaligen Ortstafelerkenntnisse, wenn Sie sich noch erinnern, Anfang der 2000er Jahre und folgende, wo sich der Verfassungsgerichtshof geöffnet hat, eine Öffentlichkeitsarbeit begonnen hat mit Pressesprecher, Pressesprecherin. Inzwischen gibt es eine Website, der Verfassungsgerichtshof. Leider heuer Corona-bedingt gibt es keinen Verfassungstag, aber es hat auch einen Tag der offenen Tür sonst eingeführt, hat Schulen besucht, also die einzelnen Richter und Richterinnen oder Schulen eingeladen. Es wird da wesentlich mehr getan als früher. Auch die Medien, besonders wie Erkenntnisse wie die Bundespräsidentenstichwahl, nur als Beispiel. Seither weiß man, glaube ich, allgemein, dass der Verfassungsgerichtshof auch Wahlgerichtshof ist und auch schon die schon angesprochenen gesellschaftspolitisch relevanten Entscheidungen wie Ehe für alle oder derzeit auch die Corona-Verordnungen, wo der Verfassungsgerichtshof ja sehr rasch Klarheit geschaffen hat in sehr wirklich sehr stringenten Erkenntnissen, was die Verordnungen betrafen. Und ich glaube, dass inzwischen das verbessert hat, aber es ist, wie Sie schon richtig anfangs sagten, noch Luft nach oben und man muss da, glaube ich, noch mehr im Bildungswege tun, um zu zeigen, wie gut unsere Verfassung ist, wie gut unser Rechtsstaat ist, wie gut unsere Grundrechte geschützt werden. Wir leben Gott sei Dank in einem liberalen Rechtsstaat. Das ist nicht überall und nicht überall in Europa so und das kann man nicht oft genug betonen. Wir haben ja mehrere historische Bewährungsproben heute bereits angesprochen für diese Verfassung. Reden wir über die aktuelle Krisenfestigkeit unserer Verfassung und da würde mich die Einschätzung von Ihnen allen interessieren. Ich beginne aber mit Ihnen, Herr Dossi. Wir haben gerade den Herrn Bundespräsidenten wieder gehört, der mit dieser, und ich zitiere jetzt frei, über diese Kollision sozusagen von Grundrechten gesprochen hat. Einerseits der Freiheit, andererseits der Gesundheit. Er hat seinerzeit bei der Bestellung bei der Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes gemeint, wie groß der Gestaltungsspielraum innerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens sein kann. Das zeigt sich jetzt in dieser Krise, in dieser Phase. Kommen wir in Zeiten wie diesen an verfassungsrechtliche Grenzen, wie es einmal auch geheißen hat in dieser Debatte? Ich glaube, dass sowohl die politische Krise des Jahres 2019 als auch die aktuelle Corona-Krise gezeigt haben, dass unsere Bundesverfassung grundsätzlich sehr gut geeignet ist, in diesen Phasen auch politisch zu agieren und zu arbeiten. Ich muss allerdings auch in Erinnerung rufen, dass etwa am Höhepunkt der Corona-Krise heuer im März, April wir im Parlament große Anstrengungen unternehmen mussten, um zu gewährleisten, dass der Nationalrat, dass der Bundesrat als hauptsächliche Organe der Gesetzgebung auch ordnungsgemäß arbeiten, tagen und Beschlüsse fassen können. Das ist in Zusammenarbeit mit den parlamentarischen Clubs gut gelungen. Wir haben da im Rahmen der Geschäftsordnung und im Rahmen der Bundesverfassung gute Lösungen gefunden. Allerdings haben wir auch die Grenzen des Systems gesehen, dass es durchaus auch hätte sein können, dass durch ein gehäuftes Erkranken von Abgeordneten man auch unter die Schwelle der notwendigen Anwesenheit kommt und wir deswegen auch so große Anstrengungen unternommen haben, um eben nicht gewissermaßen ins verfassungsrechtlich vorgesehene Notprogramm, nämlich das Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten zu kommen. Und ein Punkt, den wir begonnen haben zu besprechen und wo ich persönlich mir wünschen würde, dass es diese Debatte nicht anlassfallbezogen, aber grundsätzlich gibt, für solche Notfälle, wenn einzelne Abgeordnete daran gehindert sind, an Beratungen teilzunehmen, an Tagungen teilzunehmen oder überhaupt auch vermehrte Erkrankungsfälle stattfinden, Quarantänesituationen da sind, ob es nicht sinnvoll wäre, auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, wohlgemerkt und ausdrücklich nur in extremen Ausnahmesituationen, aber in der Abwägung hier auch dann und wann digital zu arbeiten, entgegen der Möglichkeit, überhaupt die Organe der Gesetzgebung nicht zu haben, sondern in Notverordnungsrechte zu kommen, scheint mir ein Punkt zu sein, wo es wert wäre, darüber zu sprechen. Wir sind noch immer beim Stichwort Krisenfestigkeit.
Ja, ich möchte erinnern, mein Vorredner hat schon die Bundespräsidentenwahl 2016 genannt. Dieser Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, das sich übrigens direkt auf Hans Kelsen beruft, das ähnlich schon formulierte im Jahre 27, das hat ja viel Kritik ausgelöst, doch sogar Spott, dass man die Wahl wiederholen muss. Bananenrepublik ist ja gesagt worden. Ich habe das damals nicht verstanden, warum man das sagt. Bananenrepublik ist was ganz anderes. Das ist dann, wenn bei einer Präsidentenwahl der Amtsinhaber das Ergebnis nicht akzeptieren will, sich verschanzt in seinem Präsidentenpalast, von Polizei und Militär gestützt und die Herausforderin, die in den normalen demokratischen Verhältnissen höchstwahrscheinlich gesiegt hätte, ins Ausland fliehen muss. Davon sind wir meilenweit entfernt. In Wirklichkeit haben wir in Österreich ein unglaublich hohes rechtsstaatliches Niveau mit diesem Erkenntnis wieder bewiesen und vor allem auch mit der Disziplin, wie alle Politiker letztlich das akzeptiert haben und diese unglaublichen Mühen auf sich genommen haben, eines zweiten Wahldurchganges, eines dritten Wahldurchganges eigentlich, um zu beweisen, diese Wahl muss lupenrein demokratisch sein. Also da muss man schon auch stolz blicken, dass wir hier eine Disziplin auch in der Krise gezeigt haben, so dass eigentlich keine Verfassungskrise in dem Sinn war bei dieser durchaus schwierigen Wahl. Ja, also danke, aber ich glaube, die Verfassung ist eindeutig krisenfest, unsere Institutionen sind krisenfest. Das haben die letzten Entscheidungen und auch die Akzeptanz der Verfassungsgerichtshofsentscheidungen gezeigt. Es ist eine Ausnahmesituation durch Corona weltweit entstanden, auch in Österreich, dass anfänglich die Gesetze oder auch die Verordnungen sehr rasch auf den Weg gebracht werden mussten und der sonstige parlamentarische Weg sehr abgekürzt beschritten wurde, ist verständlich aus der Situation, weil eben sehr rasch gehandelt werden musste. Es war der Verfassungsdienst ja kaum eingebunden. Das ist, glaube ich, in der Zwischenzeit hat sich verbessert. Jetzt leben wir schon ein halbes Jahr mit dieser Situation. Ich glaube, es ist keine Krise, es wird auch keine Krise geben. Unser Rechtsstaat ist sehr gut aufgestellt. Die Situation ist für alle sehr, sehr schwierig, aber sie ist handelbar. Vielen Dank. Ich möchte zur Schlussrunde kommen und mit Ihnen beginnen, Herr Professor. Es wird immer wieder darüber gesprochen, dass es so etwas wie eine Neukodifikation geben müsste, weil eben viele verfassungsrechtliche Themen ja aufgesplittet sind oder aufgeteilt sind auf viele Gesetze und dass daher für den Staatsbürger oft gar nicht so leicht nachvollziehbar ist, wenn man da nicht rechtskundig ist. Sind Sie auch dafür? Wir haben das ja vor nicht allzu langer Zeit gehabt, den Österreich-Konvent, der sich bemüht hat und letztlich, wenn man zurückblickt, er ist an genau zwei Punkten gescheitert, nämlich der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Länder und einem neuen Grundrechtskatalog. Und das waren dieselben Punkte, wo man auch 1920 gescheitert ist. Das ist wohl nicht ohne Grund gewesen. Und ich fürchte, alle Verfassungen, die wir bislang hatten, 1867, 1920, sie waren immer nach einem Krieg, nach einer Niederlage. Wenn von außen ein Druck kommt, ein Impetus kommt, dann ist auch wirklich die Bereitschaft offenbar da zu großen Veränderungen. Und das wünsche ich mir nicht. Ich glaube, dass wir mit unserer Verfassung, so kompliziert sie auch sein mag, momentan ganz gut leben können, dass sie sich wirklich bewährt hat. Also ich sage, man muss nicht unbedingt jetzt etwas vom Zaun brechen. Sind Sie, Herr Parlamentsdirektor, auch so pessimistisch, was den Österreich-Konvent betrifft, der von 2003 bis 2005 immerhin getagt hat? Da wurde ja sehr viel, gab es ja sehr viel Output. Letztlich 2015 hat man beim Jubiläum, unter Anführungszeichen 10 Jahre, festgestellt, dass nur wenige Projekte umgesetzt worden sind und die wichtigsten Ziele mehr oder weniger verfehlt wurden oder auch als verfehlt erachtet wurden. Braucht es einen Neuanlauf, was die Neuregelung der Kompetenzen und der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern zum Beispiel betrifft? Ich bin da ganz beim Professor Olechowski und gar nicht einmal pessimistisch, sondern realistisch, würde ich glauben. Ich glaube, er hat das sehr gut begründet. Ich denke auch, so wie ich das eingangs gesagt habe, dass dieses Gesamtkunstwerk der österreichischen Verfassungsordnung, das ja eben nicht nur aus dem aus der Stammfassung des BVG, sondern auch aus vielen Einzelregelungen, staatsvertraglichen Regelungen, Staatsvertrag von Wien, Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang besteht, dass das grundsätzlich eine gute Grundlage ist, um
darauf aufbauend sinnvolle, demokratische, die Bürger und Bürgerinnen einbindende Politik zu machen, dass man aus meiner Sicht sehr viel mehr Wert darauf legen müsste, die Verfahren, die vorgegeben sind, die Spielregeln wirklich zu beachten, in dem Rahmen sich zu bewegen, das auch in der Außenkommunikation immer wieder zu betonen, dass das gut und richtig ist. Und dann und wann, wenn eben Jubiläen oder Krisen gewisse Probleme hervorheben, diese Probleme auch punktuell zu diskutieren im Sinne einer allfälligen Novellierung. Die österreichische Bundesverfassung ist eine der älteren, auch europäisch gesehen, auch wenn es in einigen Ländern ältere gibt. Es gibt aber auch jüngere, modernere, wie man dann sagt, wenn man etwa an das deutsche Grundrecht, das glaube ich aus 1949 denkt. Was wünschen Sie der Verfassung zu Ihrem Geburtstag und was wünschen Sie sich für die Verfassung für die nächsten 100 Jahre? Ja, also an sich, ich möchte nur ganz kurz da anschließen, ist aus dem Konvent ja doch einiges umgesetzt worden, wenn ich nur etwa an die Verwaltungsgerichtsbarkeit denke oder die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Aber natürlich, die großen Themen sind offen. Wir haben, anders als das deutsche Grundgesetz, keinen geschlossenen Grundrechtskatalog. Wir haben aber die Grundrechte sehr gut abgesichert und durch die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs auch sichtbar gemacht. Also ich halte den Mangel für nicht so groß. Auch, dass die Staatsreform, die man, wir wünschen uns alle ja keine Krise, die Verfassungsreformen sonst auf den Weg gebracht hat. Also das wünschen wir uns alle nicht. Was ich mir wünsche, dass die Verfassung weiter Bestand hat, dass vor allem die Menschen in diesem Land auch wissen, dass sie in einem hervorragend geführten Rechtsstaat mit funktionsfähigen Institutionen leben, dass die Grundrechte geachtet werden, dass es einen Verfassungsgerichtshof gibt, der unabhängig über die Grundrechte entscheidet und die Gesetze entsprechend überprüft. Und ich glaube, viel mehr kann man sich nicht wünschen. Und dennoch wünsche ich auch unsere Verfassung, ich will nicht auf 100 Jahre weitere blicken, das können wir alle nicht, aber für die nähere Zukunft einen guten Bestand. Dem schließen wir uns alle an. Vielen herzlichen Dank Ihnen für diese aufschlussreiche Gesprächsrunde. Dankeschön. Und wir machen die Bühne wieder frei für das Cellini-Quartett. Thank you.
Die Welt dreht sich weiter und auch wenn man im Moment das Gefühl haben mag, dass sie sich ein wenig langsamer dreht, die Veränderungen durch neue Technologien, die globalisierte Wirtschaft, den Klimawandel oder die Migration, das sind Herausforderungen und Fragen, auf die ein Staat natürlich Antworten geben muss und reagieren muss. Klar ist dabei, jede seiner Handlungen muss eine Grundlage in der Verfassung haben, denn bei all diesen Handlungen können die Grundrechte der Menschen, die in Österreich leben, betroffen sein, vom Datenschutz bis zur Religionsfreiheit, um nur einige zu nennen. Meine Damen und Herren, zum abschließenden Ausblick darf ich nun den Präsidenten des Nationalrates, Wolfgang Sobotka, auf die Bühne bitten. Hochgeschätzter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau, geschätzter Herr Vizekanzler, Eminenz, Frau Präsidentin, wir werden uns Festgäste, 100 Jahre, ein Garant für ein tragfähiges Gerüst unseres politischen Zusammenlebens, 100 Jahre, ein Garant für die Stabilität unserer einzigen Staatsgewalten, und 100 Jahre ein Garant für den umfassenden Schutz unserer persönlichen Freiheitsrechte und Grundrechte. 100 Jahre Bundesverfassungsgesetz, das ist wahrlich ein Grund zum Feiern, auch in diesen Zeiten. Ich habe mich am Vormittag schon testen lassen, bin negativ getestet. Das passiert vielen, eingeschränkt in den Freiheiten, aber verpflichtet auf der anderen Seite dem Gemeinwohl. 100 Jahre unseres Bundesverfassungsgesetzes lassen uns auch zurückblicken auf den heute schon oft zitierten Architekten dieser Bundesverfassung. Und ich darf mich herzlich bedanken und Sie alle ermuntern, dass im Jüdischen Museum gestern eine Ausstellung zum Werk Hans Kelsens eröffnet wurde. Sie ermuntern, auch sich mit dieser Ausstellung auseinanderzusetzen, auch unsere Gäste an den Bildschirmen. Es zeigt diesen Menschen und es zeigt einen ganz besonderen Rechtsgelehrten, der nicht nur als Architekt hier Wesentliches geleistet hat in dieser Verfassung, sondern der auch in seiner Haltung, vielleicht auch heute noch, Vorbild für vieles sein kann. Er war schon in der Monarchie Berater des Kriegsministers. Und in der Auseinandersetzung zwischen Kriegsministerium und dem Generalstab hat er damals schon das zerfallende Element eigentlich in Österreich, in der österreich-ungarischen Monarchie, nicht nur gesehen, sondern auch schon mit seinen Überlegungen begleitet. Eingestellt in der Staatskanzlei, durch Staatskanzlerin hat er ja die erste provisorische Verfassung selbst verfasst hat, mitverfasst hat, wurde er nur mit zwei Grundsätzen von ihm beauftragt, natürlich mit dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts oder den Verwaltungsexperten des Bundeskanzleramts, diese Verfassung zu entwickeln. Und diese zwei Grundprinzipien prägen diese Verfassung bis heute und sind auch für die Zukunft eine wesentliche Leitlinie. Es ist das Grundprinzip des demokratischen Parlamentarismus und das der Dezentralisation. Und wie es in seinem Interview in den 60er Jahren so treffend bemerkt hatte, einer Dezentralisation, die der Tatsache entspricht, dass der Staat aus Bundesländern, aus autonomen Bundesländern besteht, die aber in ihrer Autonomie den Zentralstaat nicht so einschränken sollen, dass er nicht handlungsfähig ist. Das heißt, es war immer eine Frage der Balance, und das ist heute schon erwähnt worden, das war nicht nur damals die Diskussion, sondern es war auch die Diskussion im Konvent und immer wieder bis zum heutigen Tag begleitet uns gerade diese Diskussion auch der Balance. Das war Hans Kelsen, der den auch schon von der Bundeskanzlerin aus der Dienst angesprochenen Grundrechtskatalog angesprochen hat, den hatte er verfasst. Aber es war Michael Mayer, der zurückgegriffen hat
auf das Staatsgrundgesetz, wo wesentliche Grundrechte und insbesondere jene, die auch dadurch in besonderen Bezug gekommen sind, im Verhältnis zwischen Kirche und Staat und zwischen Kirche und Schule, übernommen hat. Und er hat es so treffend formuliert, hier wurde aus dem alten Gesetz, wohlgemerkt alten Gesetz, Bestimmungen fast unverändert rezipiert. Er bringt damit zum Ausdruck, dass es natürlich auch eine Tradition gibt und diese Verfassung braucht diese Grundfesten auch sehr wohl in der Zukunft. Und das ist schon heute oftmals angesprochen worden, was die Verfassung alles in all diesen Jahren miterlebt hat, mitgestaltet, begleitet und grundgelegt hat. Außer in diesen schmerzhaften Zeiten, wo Österreich kein demokratisch verfasster Staat gewesen ist und wo die Verfassung der Gewalt weichen musste, hat sie uns in all diesen Zeiten trefflich begleitet. Bemerkenswert, wie es möglich war, und vieles wurde heute schon erwähnt, und darum lasse ich das aus, wie 1994 es auch möglich war, mit unserer Verfassung der Europäischen Union beizutreten. Und damit auf der einen Seite Hoheitsrechte abzugeben, aber gleichzeitig die Souveränität, auch die durch die Verfassung zum Ausdruck kommt, beizubehalten. Und sie wird in vielfacher Hinsicht auch in der Zukunft neuen Herausforderungen sich stellen. In der Ersten Republik wurde sie viermal abgeändert, auch wesentlich abgeändert, dutzende Male in der Zweiten Republik. Hier sieht man nicht nur die Geschwindigkeit einer gesellschaftlichen Entwicklung, sondern hier sieht man auch die Notwendigkeit, und wenn das Recht vom Volk ausgeht, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. Und es sind schon diese großen Herausforderungen genannt worden, der Digitalisierung. Sind wir uns sicher, dass wir all das, wo wir oftmals eine Cloud gar nicht benennen können, wohin sie gehört, dass wir sie auch verrechten in unserer Verfassung? Was wird die Digitalisierung auch in der Frage des Datenschutzes noch mit uns bringen, für uns bringen? Auf der einen Seite wissen die Anbieter alles über einen und auf der anderen Seite haben wir auch berechtigt Zweifel, wenn wir unsere Daten im Restaurant heute angeben müssen. Wir haben eine Situation, dass wir uns mit der Frage der Big Data Zukunftsprogramme auseinanderzusetzen haben. Die Algorithmen werden unser Leben bestimmen und wie wird sich das in der Verfassung abbilden lassen? Und trotzdem meine ich, trotz aller Herausforderungen der Zukunft wird sie weiterhin, vor allem durch ihre besonderen Kennzeichen, Bestand haben. Das ist die Klarheit, das ist das Setzen von Regeln, Normen. Und es ist schon angesprochen worden, der Unterschied zur amerikanischen Verfassung, wo es um Werte auch geht, um Moral ist Instanzen. Dossi hat gesprochen vom Zurücknehmen, letzten Endes im öffentlichen Wirken der Verfassung. Und das ist, glaube ich, auch gut so und wird auch in der Zukunft gut sein. Und ich denke, es sind diese drei wesentlichen Prinzipien, das demokratische Prinzip, das föderalistische Prinzip und das rechtsstaatliche Prinzip, das uns auch in der Zukunft begleiten werden. Das rechtsstaatliche Prinzip, dass uns klar ist, dass wir sowohl in der Frage der Administration als auch der Jurisprudenz nur auf der Basis der Gesetze agieren können. Und das demokratische Prinzip, das heute fester denn je verankert ist, als wir es öffentlich wahrnehmen, in unseren Familien, in unseren Vereinen, in unseren Schulen, in unseren Betrieben, ja, ein durchgängiges gesellschaftliches Grundprinzip, eine Grundhaltung. Und daher habe ich auch keine Sorge um unsere Demokratie, die vielfach auch immer wieder geäußert wird. Ja, unsere Demokratie ist Anfeindungen ausgesetzt, Angriffen ausgesetzt, durch antisemitische Angriffe, durch rassistische, durch religiöse, orthodoxe, fanatische Angriffe. So wie in der Vergangenheit werden wir auch in der Zukunft diesen Angriffen Paroli
bieten können durch unsere Gesetze und durch unsere Haltung. Wenn uns etwas herausfordert, wenn uns etwas auch Sorge bereitet, dann ist es vielleicht der politische Umgang. Der Umgang der Wertende, der Umgang der Unterstellende, der Moralisierende, der Umgang, der respektlos wirkt. Nehmen wir bei Hans Kelsen das Maß. Aus einer Lebensgeschichte, wo er seinen Schüler Fritz Sander begleitet hat, in seinen rechtspolitischen Studien und Forschungen, tritt er auf einmal auf und wird mit Verleumdungen konfrontiert, Hans Kelsen, durch seinen Schüler Fritz Sander. Und trotzdem, auch wenn er mit ihm nie übereinstimmte, hat er ihn unterstützt für die Professur der Deutschen Universität Prag. Lassen wir eine Meinung sein, bewerten wir sie nicht, sondern sehen wir darin ein hohes Gut, dass wir aus unterschiedlichen Meinungen, aus dieser Vielfalt unsere Demokratie immer wieder neu schöpfen. Das ist der Auftrag aus der ursprünglichen Verfassung, das ist der Auftrag, den wir von unseren Landsleuten mitnehmen. Das ist der Auftrag auch für unsere Zukunft. Das Wissen über die Geschichte und Entwicklung unserer Verfassung, das Verständnis für ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen sind wichtig. Und das nehmen wir, denke ich, heute mit von dieser Veranstaltung. Aber es geht wohl noch um mehr. Es geht um die Einsatzbereitschaft für ihre ureigensten Zwecke oder ihren ureigensten Zweck. Und das ist letztlich ein Zusammenleben in Demokratie und Freiheit. Das wünschen wir unserer Verfassung zum 100. Geburtstag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen bedanken. Ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auf ORF 3 für Ihr Interesse. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden dieses Festaktes und wir beenden ihn jetzt mit Bundes- und Europahymne.